Professor Stehling, den Männern wird ja von ihren Urologen häufig gesagt, dass die einzige sichere Methode, den Tumor zu entfernen, vollständig aus dem Körper, die chirurgische Entfernung der Prostata ist, sprich die sogenannte Prostatektomie. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das wirklich so? Denn diese Prostatektomie hat ja recht negative Nebenwirkungen. Ja, also generell muss man sagen, dass das auf einem veralteten Konzept basiert, diese Vorstellung, dass man den Tumor tatsächlich komplett aus dem Körper entfernen kann. Das geht davon aus, dass der Tumor ein Geschwür ist, das irgendwo lokal im Körper sitzt, das man herausschneiden kann und das dann vollständig aus dem Körper entfernt ist. Und spätestens seit es die Liquid Biopsy gibt, eine Methode, bei der man durch die Abnahme von Blut zirkulierende Tumorzellen im Körper des Patienten feststellen kann, weiß man, dass Krebserkrankungen immer systemisch sind. Das heißt, nicht nur an dem Ort, wo sich der primäre Tumorherd befindet, sondern mit Tumorzellen, die über den ganzen Körper hinaus verteilt sind. Und das ist auch der Grund dafür, dass nach der chirurgischen Entfernung der Prostata die Rezidivrate, das heißt das Wiederkehren, das Wiederauftreten des Karzinoms im Bereich der Prostata, dort wo die Prostata einmal war, relativ hoch ist. Und wenn der Tumor tatsächlich zusammen mit der Prostata komplett aus dem Körper entfernt worden wäre, dann wäre es ja überraschend, dass überhaupt wieder ein Tumor auftreten kann, dort wo die Prostata mal saß im Becken. Ja, aber es sind die verstreuten Zellen um die Prostata herum, die zu diesem Rezidiv führen. Und dass das so ist, das ist in der Urologie hinreichend bekannt. Und das kann jeder im Internet nachschauen, denn es gibt die sogenannten Harntables, die man auf der Internetseite der Johns Hopkins University finden kann. Und dort kann man seinen PSA-Spiegel eingeben. Wir nehmen mal an, der Patient hat einen PSA-Spiegel zwischen 10 und 20. Und wir gehen mal davon aus, dass der Patient einen Gleason-Score von 7b hat und sogenannte Organ-Confined Disease. Das heißt, die Erkrankung, der Tumor ist auf die Prostata beschränkt, was auch heißt, dass der Chirurg den Tumor komplett, in der alten Vorstellung, mit der Prostata aus dem Körper entfernen wurde. Und wenn wir jetzt nach den Rezidivraten schauen, sehen wir, dass 3 Jahre nach der chirurgischen Entfernung der Prostata in 11% der Fälle erneut ein Tumor auftritt. Und die Schwankungsbreite hier ist zwischen 4 und 28%. Und 5 Jahre nach der chirurgischen Entfernung ist die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs schon 17%. Und das sind die um den Tumor herum verstreuten Zellen, die zu dem Rezidiv führen. Das heißt, dass Konzept, dass mit der Entfernung der Prostata der Patient geheilt ist, ist falsch und das ist auch schon seit vielen Jahren bekannt, lässt sich aus den urologischen Daten ablesen.